Joho Leute, es geht weiter mit Shantae. Und ich habe mich mal ein wenig informiert, wie die Steuerung funktioniert, weil ich ja vorher Probleme hatte, die Items einzusetzen. Und ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. Ich muss nach oben und B gleichzeitig drücken, dann funktioniert das. Und dabei habe ich auch ne? Moment, das Fenster ist nicht im Fokus. So, jetzt. Dabei habe ich ja auch herausgefunden, dass ich rennen kann. Ich bin die ganze Zeit nur gegangen. Hier, so, ich bin die ganze Zeit so gegangen. Ich kann aber auch. Moment, nein, so geht es nicht. Ah, genau. Wenn ich die Taste gedrückt halte, kann ich auch rennen. Die Angriffstaste. Wunderbar. Items soll ich. Moment. So? Nein. Hä? So. Ah, so geht's. Aber ob mir das jetzt immer hilft, weiß ich auch noch nicht. Ich werde mal gucken, dass ich hier vielleicht hochklettern kann. Links den Hang, denn ich kann den Baum erklimmen. Und vielleicht kann ich vom Baum runterspringen. Ach so, das war sowieso nur so ein kleiner Hang. Okay, gut. Egal, ich dachte, das wäre der große, wo wir nicht hochkamen, wo auf beiden Seiten was war. Aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Dann gehe ich nochmal zurück zum Tor. Vielleicht kann ich das ja mit meinen Blitzwolken aufmachen. Mal sehen, mal sehen. Ist ja hier. So, jetzt bitte. Blitzwolke. Und, nein, willst du nicht aufgehen? Nicht? Komm schon. Och Mann, ich möchte da bitte rein. Also das sieht zumindest ziemlich aus wie ein Tor. So, zum Wasserstadt. Aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Irgendwas habe ich bestimmt übersehen. Ich kann bloß nicht sagen, was ich übersehen habe. Aua. Stirb. Ich räche mich mit meinem Haar. So. Das war mal ein Frosch und der gibt uns ein Herz. Wunderbar, wunderbar. Mal sehen. Können wir vielleicht hier noch hoch? Nö, da können wir nicht hoch genug. So, dann sind wir wieder hier. Und da links war ja die Höhle und der Wald. Da ging es auch nicht weiter. Ich guck noch mal rechts. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Aua! Oh, Mistfisch. So. Das sah so aus, als könnte man da runterfallen. Okay. Anscheinend ist Shantae wie Mario und kann. Was war das? Was? Was war das? Das sah aus wie so eine Riesenfliege. Moment, das will ich nochmal sehen. Nein, nicht dahin zurück, bitte. Moment, kann ich damit auch höher springen? Dann kann ich vielleicht doch noch irgendwo weiter. Wenn ich zum Beispiel nach links gegangen bin, bei den komischen Nagas, da kam ich auch nicht weiter hoch. Aber vielleicht mit dem Rennsprung hier. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal nach links und guck nach. Aber hier oben war. Nein. Aua. Oh, komm schon. Stirb jetzt bitte. Nein, nicht du, Shantae. Der Frosch. Ja. Ah, er gibt uns wieder ein Herz. Das ist ein guter Frosch. Ich frage mich, ob die uns immer Herzen geben. Na egal. So. Hüpf! Seltsames Vieh. Nein, es ist Nacht. Oh Gott. Ja, der Fisch erwischt uns gleich. Ja. Nicht gut. Und die Regenwürmer, die erwischen uns nicht. Immerhin. Immerhin etwas. Aber vielleicht komme ich jetzt hier weiter hoch mit dem Rennsprung. Mal ausprobieren. So. Da und da und dann auf den Ast. Ja, yeah, jetzt bin ich ganz oben. Okay, ich komme weiter. Leute, ich komme weiter. Ich weiß endlich, wo ich lang muss. Ich hoffe es zumindest. Hier kann ich wieder runterklettern. Nee, das war aber auch. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Das letzte Mal kam ich hier doch gar nicht weiter. Oh Gott. Hüpf. Bloß nicht treffen lassen, die sehen sehr böse aus. So, ist schon wieder so ein. Aha. Es geht. Okay, hier war ich vorher noch nicht. Aua. Dann gehe ich mal. Da komme ich wieder nicht hoch. Okay, dann muss ich. Moment, da kommt doch bestimmt so ein Fisch. Ich kann aber nicht hier unten lang gehen. Okay, aber so. So geht das. Dann kletter ich mal hier hoch und springe über den Wasserfall. Weil da unten kam ich nicht weit. Ein Kletterfrosch schon wieder. Nein, nein, den lassen wir jetzt einfach in Ruhe. Der ist mir zu stark in der Nacht. Hüpf und hüpf. Ich habe Angst, da runterzufallen. Ich weiß nicht, was da ist. Oh. Das war knapp. Mal sehen. Da geht's runter. Und da können wir landen. Okay, alles klar. Und noch ein Baumstamm. Oh, das war knapp. Ich hab irgendwie nicht richtig abgesprungen. Ich bin nicht richtig abgesprungen. Und dann nicht so weit geflogen. Hier. Ah, Gott. Zum Vergleich. So springe ich. Aua. Okay, dann machen wir das lieber hier. Moment, da ist Wasser, oder? So springe ich ohne Anlauf. Und mit Anlauf. Moment. Ein bisschen weiter. Und höher? Höher glaube ich nicht. Egal. Aua.
Oh nein, jetzt habe ich gleich nur noch, jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz. Ich bin gleich tot. Aber egal, ich... Oh, ich komme diesmal weiter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, genau, so ein Fisch, der aus einem Wasserfall rauskommt, egal. Achso, ich dachte gerade, der würde weiter schwimmen, aber... Ah nein! Regenwurm! Regenwürmer des Todes! Oh. Ja, Risky Boots, du hast gewonnen, ist klar. Nein, ich will das skippen, es geht nicht, ich kann es nicht überspringen. Ja, continue. Aber hübsche Grafik hat das Spiel schon, also vor allem für ein Game Boy Color Spiel. Diese hier, der Titelbildschirm und die Grafik jetzt. Und ich meine, ja, die Grafik hier ist ja auch nicht wirklich schlecht. Ist schon recht gut. So, hüpf! Diesmal... Da ist die... Das komische Vieh schon wieder hier, das Glühwürmchen oder was auch immer das darstellen soll. Na gut, jetzt hätte ich... Jetzt ist es bestimmt weg, ne? Ja, jetzt ist es weg. Die erscheinen also wirklich nur in der Nacht. Und den Frosch überspringe ich jetzt einfach mal. Ja, ich fürchte, er folgt uns. Genau wie dieser blöde Fisch. Und hier sind die... Haha, ausgetrickst. Blöder Regenwurm. Du fügst uns nicht noch einmal Schaden zu. Und diese Klippe überwinden wir jetzt auch. Ich frage mich, warum ich da vorher nicht hochgekommen bin oder rüber. Ich muss echt irgendwie total blind... Ja, hier, da bin ich mal da rübergesprungen, da geht's nicht weiter. Sehr, sehr seltsam. Aber egal, klettern wir mal hier hoch. Und hier und hüpf. Und hüpf. Und hüpf nochmal. Mit dem normalen Sprung? Doch, mit dem normalen Sprung kommt man hier auch hoch. Okay. Nein! Nicht runterfallen. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht gesehen habe, aber naja. Hauptsache, ich komme jetzt weiter und irre nicht mehr irgendwie komplett planungslos durch die Gegend. Ja. Warte ab, bis der Fisch kommt. Der nicht kommt. So, jetzt kommt er. Und da unten war doch noch ein zweiter. Jawohl. Nein! Ich laufe auch noch voll rein. So ein Herz könnte jetzt nicht schaden. Wow, das war knapp. Ich wäre fast ins Wasser gefallen. Hüpfele. Ich muss mal gleich gucken, wie die Regenwürmer da wieder sind bei den Löchern. Dass ich da ein paar töte. Oder dich, du hast uns doch immer Herzen gegeben. Stirb! Du sollst... Komm hoch! Ich will da nicht runterspringen, das ist mir zu gefährlich. So, genau. Jetzt... Oh, wunderbar. Gib uns ein Herz. Gib uns ein Herz. Ein Edelstein, toll. Ich meine... Oh, Moment, da war ein Fisch drin. Ich habe nichts gegen Edelsteine, aber jetzt wäre mir doch ein Herz lieber. Ich meine, mit einem Herzen ist nicht so, so schön. Also, na egal. Ich schaffe das trotzdem. Ich werde nicht sterben. Ich bin nämlich ein Halbgenie. Ich sterbe nicht so einfach. Hoffe ich. So, genau. Hier war... Jedes Mal, wenn ins Wasser ist, bin ich vorsichtig. Denn, also diese Wasserfälle, weil ich habe echt Angst vor diesen Fischen. Da ist auch einer drin. Ja, genau. Mistviecher. Wir sind gleich wieder bei der Stelle, in der ich gestorben bin. Und es ist Nacht. Na toll. Ja, es ist Nacht. Juhu. What a terrible night to have a curse. Jetzt kommen die Regen. Da. Da ist er. Du Mistvieh. Gib uns Herzen. Du auch. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Das sind keine Herzen. Okay, wie komme ich denn da hoch, ohne mich treffen zu lassen? Moment. Mache ich das mal so? Nein! Ich habe mich doch treffen lassen. Okay. Na, immerhin bin ich weitergekommen. Jetzt muss ich mich ein wenig vorsichtiger bewegen, denn ich habe Angst, dass ich von irgendwas getroffen werde. Aber wir haben das Level geschafft. Leute, wir sind weiter. Und wenn das mal nicht aussieht wie Watertown. Ja, wir sind in einer neuen Stadt. Und wir sind in Watertown, da wollten wir hin. Nein, ich will nicht nach draußen. Ich möchte sofort in den Speicherraum, um hier mein Spiel zu speichern, damit ich den ganzen Weg nicht nochmal gehen muss. Und Moment, aber erst möchte ich mit dir reden. Wer bist du? Du siehst aus wie ein Pirat. Is your ponytail magic? I thought only half-genies were born with quirky powers like that. I knew a girl who could squirt milk out of her eye. Bet she was a half-genie. Was, Sir? Okay, er hat mich gerade gefragt, ob mein Pferdeschwanz magisch ist. Und dann meinte er, dass nur so Halb-Genies magische, so komische magische Fähigkeiten haben. Und dass er mal einen Halb-Genie kannte, oder dass er zumindest denkt, dass es ein Halb-Genie war, der Milch aus ihrem Auge rauspressen konnte. Was irgendwie sehr, sehr seltsam klingt. Okay, reden wir mal mit der grünen Gestalt hier. Have you found any of those warp squids yet? You alter, it would sure make traveling easier. Nein, ich habe leider noch keinen gefunden, aber ich denke mal wirklich, dass das Reisen einfacher machen würde. Hey, cool, hier kann ich mich auch schneller bewegen mit der Taste. Weil ich vermute mal, damit kann ich mich in die verschiedenen Städte warpen. Immer hierhin, wo so eine Hütte ist. Und dementsprechend scheint es auch vier Städte zu geben. Weil ja, vier Warp
Squids es gibt. Ich kann da nicht raus, okay. Dann gehen wir mal weiter zurück, denn ich habe noch keinen gefunden. Es hat keinen Sinn, hier mit dem großen Tintenfisch zu reden.